herzurichten. Also das ging relativ schnell, weil ich heute gearbeitet habe und die Haare schon schön hatte. Von daher muss ich nur ins Kleidchen schlucken und war trotzdem gestresst, denn ich habe meinen Flieger verpasst. Und dadurch konnte ich nicht zum Awards gehen und weiß gar nicht, was eigentlich passierte. Ich hatte nur im Hotel schnell mal angeswitcht und habe gesehen, dass Dave Graham irgendwie da war und dachte mir so, scheiße, ich bin doch so ein Depeche Mode Fan. Definitiv nicht das Modernste. Also ich mag so starke Stimmen. Ich liebe Skin. Ich mag, ich höre mir auch so also Sachen an, da war ich noch flüssig. Zum Beispiel Supertramp. Habe ich kürzlich mich über die CD geschoben, das ist ja sensationell. Oder ich mag David Bowie. Ich liebe Depeche Mode. Red Hot Chili Peppers. Das ist so mein Querbeet. Ha! Ich tue ja alles. Also von Bücherschreiben, Moderieren, Bikini-Kollektion entwerfen. Aber wenn ich eins nicht kann, dann ist es Singen. Ich bin sowas von unmusikalisch, das geht auf keine Kuhhaut, aber ich bin sehr rhythmisch. Und du magst Musik? Natürlich, aber wer mag nicht Musik? Es ist nur so, dass ich manchmal auch, es gibt ja so Leute, kaum sind die zwei Sekunden alleine, iPod in die Ohren. Und manchmal finde ich, die Stille ist auch eine schöne Musik. Eins musst du mir noch verraten, wo hast du diese Wahnsinnsschuhe her? Ha! Die sind der Hammer! Dankeschön! Ja, also ganz normal erstanden und zwar, war es Winter- oder Sommerschlussverkauf? Sommerschlussverkauf bei Prada! Mio Mio! Oh, ich habe ganz viele Schönheitstipps. Ich habe ganz, ganz viele Schönheitstipps, aber ich glaube, da muss man warten bis zu meinem nächsten Buch. Wann kommt's raus? Zur nächsten Buchmesse, 2008, ja. Okay, so lange können wir uns noch gedulden. Okay. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ganz kurz, ganz kurz. Pass mal auf. Der